Hoffmann für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Kollegin Jelke, ich will es ganz undiplomatisch einfach mal rüberbringen. Ich fand Ihre Randbemerkung in Richtung Union unerträglich und ich will Ihnen sagen, für die Partei, die als Nachfolgepartei der SED hier sitzt, für die Partei der Steinewerfer, ist das ein starkes Stück gewesen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Voraussetzung für Demokratie ist Freiheit. Und diese Freiheit, die macht Demokratie am Ende des Tages auch wieder verletzlich. Weil gerade diese Freiheit unter Umständen genau das Risiko erzeugt, dass sie ausgenutzt wird, um Demokratie oder die verfassungsrechtliche Ordnung abzuschaffen. Parteien sind in einer Demokratie unentbehrlich. Sie geben politische Orientierung, sie geben eine politische Richtung. Und sie wollen den Menschen die Möglichkeit geben, eine politische Heimat zu finden und sich politisch auszurichten. Und deswegen ist es am Ende des Tages eine Gratwanderung, einerseits die Parteienvielfalt zu ermöglichen und dann aber von staatlicher Seite auf der anderen Seite Grenzen zu setzen. Bisher ist die Grenze definiert bei den Voraussetzungen für das Parteienverbot. 21.4 Grundgesetz, das Bundesverfassungsgericht kann eine Partei auf Antrag dann verbieten, wenn die Partei nach ihren Zielen oder dem Verhalten ihrer Mitglieder darauf ausgeht, freiheitliche, demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen bzw. sie zu beseitigen. Und erst nach diesem Verbot ist bislang die Streichung der Parteienfinanzierung möglich. Und am 17.01.2017 ist zwar das Verbotsverfahren an sich gescheitert. Das Bundesverfassungsgericht hat anerkannt, dass zwar die NPD verfassungsfeindliche Ziele verfolgt, dass aber die Strukturen und die Größe zu gering sind. Und man kann eben nicht mehr davon ausgehen, dass es, wie es 21.4 Grundgesetz fordert, darauf ausgeht. Am Schluss letztendlich übersetzt, von der Wirksamkeit ausreicht, die verfassungsrechtliche Grundordnung zu beseitigen. Wenn man diese Entscheidung das erste Mal liest, schluckt man zunächst einmal. Man wundert sich auch ein Stück weit, weil man sagt, ja, entweder verfassungsfeindlich oder nicht. Und wenn verfassungsfeindlich, dann muss doch zwingend das Verbot als Konsequenz dastehen. Und dennoch ist diese Entscheidung eine strenge Orientierung an den Wortlaut des 21 Absatz 4 Grundgesetz, was bei dieser unglaublich sensiblen Frage selbstverständlich unentbehrlich ist. Und der zweite Punkt, und auch da muss man ehrlich sein, der ein bisschen Bauchschmerzen macht, ist die Überlegung, ja, wie lange muss man denn warten? Muss man tatsächlich so lange warten, bis eine Partei Struktur und Größe hat, um am Schluss größeren Schaden anzurichten? Und man denkt schon ein bisschen an die Vergangenheit, weil genau diese Fehleinschätzung, die gab es schon einmal. Heute kann ich dieser Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sehr viel mehr abgewinnen. Denn das Verfassungsgericht hat uns Zwischentöne aufgezeigt, nämlich die Möglichkeit des Ausschlusses der Parteienfinanzierung, die Möglichkeit des Ausschlusses von steuerlichen Privilegien als Vorstufe und hat damit letztendlich in meinen Augen das Parteienverbot neu als Ultima Ratio definiert. Ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir parteiübergreifend, wenn wir fraktionsübergreifend heute das ganz klare Signal setzen, dass wir gemeinsam unsere Demokratie schützen wollen. Es kann nicht sein, dass eine Partei mit staatlichen Mitteln finanziert wird und gleichzeitig das Ziel verfolgt, die verfassungsrechtliche Ordnung dieses Staates auf den Kopf zu stellen bzw. zu beseitigen. Und wir wollen, und auch diese Bemerkung, die kann ich mir einfach nicht verkneifen, liebe Frau Kollegin Hasselmann, nach Ihrer Rede, die mich durchaus in Erstaunen versetzt hat, wir wollen die Demokratie schützen mit Gesetzen und eben nicht nur mit Stuhlkreisen, wie Sie es offensichtlich wollen. Ich freue mich auf die weitere Beratung und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Alexander.